Das Stochoskopie Forex TV Team ist wieder da mit dem Wirtschaftskalender für den ersten Handelstag der Woche, den 20. November. Der Nachrichtenfluss ist dünn und beginnt um 7 Uhr mit einer Veröffentlichung des deutschen Produzentenpreisindex für Oktober. Die Preise sind im September um 0,3% gestiegen und dies war der dritte Anstieg in Folge. Die US-Leitindikatoren für Oktober sind für 15 Uhr angesetzt. Der Indikator ging im September um 0,2% zurück, nachdem er im August um 0,4% und im Juli um 0,3% gestiegen war. Die November-Sitzungsprotokolle der RBA werden um 0.30 Uhr veröffentlicht und alle US-Dollar-Händler sollten diese Publikation genau beachten. In dieser Sitzung hat der Vorstand den Bargeldzinssatz bei 1,5% unverändert belassen. Der japanische industrieübergreifende Aktivitätsindex für September schließt um 4.30 Uhr. Der Index stieg im August um 0,1% und löschte die Kontraktion vom Juli aus. Ich bin Hero Piace und Sie haben den Wirtschaftskalender für Montag gesehen. Schauen Sie sich den nächsten Bericht für Dienstag an. Auf Wiedersehen.